Wohnungen der Seele von Harvey Spencer Lewis. Kapitel 1. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Johannesevangelium 14, 2. Der Stein wurde geschlagen und ein Funke sprang. Nochmals wurde der Stein geschlagen und wieder ein Funke und ein drittes Mal. Da glomm ein kleines Flämmchen im trockenen Gras oder in Pflanzenfasern auf. Die Flamme spendete Licht, entflammte kleine Zweige und ließ ein Feuer auflodern. Das Feuer wurde weiter angefacht und unterhalten, bis es größer wurde und seine Kraft zunahm. Auf flachen Steinen brennend und von rohen Steinbrocken geschützt, entstand bald ein kleiner Ofen für Wärme und Licht, der seine Schwingungen im Dunkel der kleinen Hütte aus Holz und Lehm verbreitete. Beglückt über diese neue und wunderbare Bereicherung ihrer schlichten Behausung, saßen der primitive Mann und seine Frau auf dem mit Rinden bedeckten Boden und ließen ihren Blick in die matt erleuchteten Winkel ihres Heimes schweifen, das nun bei Nacht zu einem erfreulichen Ort geworden war. Noch bis vor kurzem mussten sie mit einem geschützten Platz in den Ästen eines Baumes Vorlieb nehmen, wo sie sicher leben konnten, um sich in ihrem sich entwickelnden Geist das Bild eines idealen Aufenthaltes auszudenken und vorzustellen. Im Nachsinnen über die Möglichkeit eines größeren Lebensraumes, als ihn der Baum bot, um Erholung und Schutz vor wilden Tieren zu gewähren, erbauten sie geistig das erste Heim, die erste Hütte, die erste Burg, die ein Mensch je erdacht hatte. Mit dem Sonnenuntergang rückten täglich Dunkelheit und Kälte der Nacht heran. Die langen Stunden der Ruhe, begleitet vom Unvermögen, etwas sehen zu können oder sich die Zeit zu vertreiben, hatten die Verzagtheit und die Mutlosigkeit genährt, welche das eintönige Leben zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang prägten. Tatsächlich machten die bessere Abschirmung und der damit einhergehende Schutz vor Winden und Stürmen dieses schlichte Heim dem Verweilplatz in den Bäumen so überlegen, dass ein Gefühl königlicher Herrschaft über die Elemente und die Geschöpfe der Erde, dem Geist und dem Herzen dieser Wesen viele neue Eingebungen einflößte und sie glücklicher und gesegneter als ihre Genossen erscheinen ließ. Die Nacht hatte bisher nur eine einzige Erquickung, einen einzigen reichen Ausgleich für die Mühen des Tages gewährt, den Schlaf und das Träumen. Die Mußestunden des frühen Abends jedoch, wenn der Geist sehr aktiv war und der Grübelei Tür und Tor offen standen, waren jeden Tag aufs Neue gefürchtete Momente. Gewiss hielt das Leben Besseres bereit, wenngleich das Licht der Sonne und die Schatten der Nacht kein Bild hervorbrachten, das als Lösung dieses Geheimnisses hätte gelten können. Da brach sich die Entdeckung des Funkens, des Lichts, der Flamme, des Feuers, der Wärme Bahn. In einem Augenblick änderte sich das Leben des primitiven Menschen und die Dunkelheit der Nacht war vertrieben. Die Kälte der Abendluft und der Morgenbrise konnten gemildert werden. Metalle ließen sich unter Hitzeeinwirkung durch Hämmern verformen und die Nahrung wurde schmackhafter als bisher zubereitet. Die größte unter allen Veränderungen jedoch brachte die Erscheinung des Lichtes selbst. Licht bei Nacht. Licht in den dunkelsten Stunden und in der dunkelsten Heimstatt. Licht und Wärme am Kamin. Ein angenehmer Platz am Herd, ein Ort, an welchem die langen und stillen Stunden der Nacht nützlich zugebracht werden konnten. Freude, Behaglichkeit,
Gespräch, Lernen. Der Einbruch der Nacht wurde nun den ganzen Tag über froh erwartet. Wenn die untergehende Sonne der Jagd und dem Tagwerk auf den Feldern ein Ende setzte und der müde Körper nichts mehr tun konnte, brachten die Abendstunden dem Menschen Erholung und gewährten ihm das schwelgerische Vergnügen an der Wärme, solange er in freundlicher Gesellschaft vor dem Feuer ausruhte. Während er im flackernden Licht des segensreichen Feuers saß, wurde sein Geist zum Nachsinnen über die fantastischen Formen und seltsamen Bewegungen der Flammen angeregt. Die Wunder der Kräfte und Möglichkeiten der Natur erweckten die Einbildungskraft des primitiven Menschen und lockten die grüblerischen Fähigkeiten seines aufnahmefähigen Bewusstseins hervor. Hier bildete die Meditation die Schule, in welcher die Geheimnisse des Lebens gleichsam als Unterrichtende wirkten, die Fragen aufwarfen und so die Antwort aus den inspirierten Eindrücken eines jedes Geistes aufsteigen ließen. Zu diesem feurigen Heiligtum kamen andere mit ihren Fragen, ihren Träumen, ihren schwierigen Aufgaben und ihrer Sehnsucht nach Licht, nach noch mehr Licht. Sobald sich die Gedanken des primitiven Menschen auf die Natur und ihre Wunder ausgerichtet hatten, wurde ihm die Feuerstelle zum Mittelpunkt des Mysterientempels und der Herdstein zum Altar des Kultes. Hier lenkten die Menschen zum ersten Mal ihr Denken auf die Annahme einer omnipotenten Macht, welche über sämtliche Kräfte des Universums herrscht und die Gaben des Lebens erschafft. Hier erhoben die primitiven Menschen erstmals ihre Gedanken über sich selbst hinaus und wandten sie demjenigen zu, der größer sein musste als der Größte unter ihnen. Zu dieser Zeit suchten die Menschen erstmals nach einer Heimstatt für die Seele, die ihrer Ansicht nach größer sein musste als die Heimstatt ihres Körpers oder die Heimstätten, welche sie aus Lehm und Holz erbaut hatten. Sie wurden Heiden genannt. Heide und Herd haben einen gemeinsamen Wortstamm, weil sie am Herdstein beteten. Sie suchten Behausungen, denn in ihnen fanden sie Schutz, Wärme, Behaglichkeit und Zeit zum Nachdenken und Träumen. Sie suchten Wohnungen für ihre Seelen und fanden diese letztendlich in der Erhebung ihrer Gedanken und in der Vereinigung ihres Geistes mit der vollkommenen Vorstellung von einem himmlischen Reich. Noch immer bestanden das Verlangen nach Wissen und der Wunsch nach Antworten auf ungelöste Probleme. Warum sind wir hier? Wer sind wir? Woher kommen wir und wohin gehen wir? So lauteten wohl die Fragen, die am ersten Herdstein gestellt wurden und die auch heute noch mit derselben Ernsthaftigkeit und einem immer größer werdenden Wunsch nach schlüssigen und verständlichen Erklärungen an jedem häuslichen Herd gestellt werden. Haben wir als Einzelwesen eine bestimmte Sendung im Leben? Ist jeder Mensch ein Einzelwesen, eine Individualität, die der unendlichen Intelligenz bekannt ist und von ihr als ein wichtiger Bestandteil im universellen Plan der Dinge betrachtet wird? Ist die Erde letztendlich nur einer der Schauplätze, an welchem sich ein wechselvolles Drama abspielt, in welches wir uns selbst aufgrund unseres eigenen Willens hineingestellt haben? Und wenn wir unsere Rolle zu Ende gespielt haben, ist unser Werk auf der Erde dann tatsächlich vollbracht? Die heiligen Schriften aller Religionen sprechen von nur einer Erde, einem Erdball, einem einzigen Ort im ganzen Universum, an welchem der Mensch erschaffen wurde und als Ebenbild eines göttlichen Schöpfers lebt. Die Wissenschaft hingegen ist an den Grenzen des Erforschbaren eifrig damit beschäftigt, nachzuweisen,
dass ihre Annahme richtig und eines Tages beweisbar wird, dass es andere Planeten als diesen einen gibt, die ebenfalls von menschlichem Leben oder von Lebewesen, die uns nicht unähnlich sind, bewohnt werden. Die Evangelien des Altertums und aller Nationen sprechen von großen Avataren und Botschaftern des heiligen Messias und des Gottes aller Götter, die auf die Erde kommen werden, um alle lebenden Wesen zu erretten. Gibt es keine Erlösung, keine rettende Gnade für die Wesen auf anderen Planeten? Oder haben sie keine Seelen, keine Persönlichkeiten, die göttlichen Ursprungs sind und der Beachtung von Seiten des Unendlichen wert wären? Ist diese unsere eigene Persönlichkeit, diese Individualität, die wir durch Idealismus und durch Ausmerzung unerwünschter Züge zu veredeln suchen, nur eine vorübergehende oder eingebildete Schöpfung unseres Geistes? Durch alle Zeiten hindurch wurde der Ruf nach Licht, nach mehr Licht laut. Um uns herum ist alles in Veränderung begriffen und nichts scheint beständig und fest. Die Berge erodieren, die Flüsse trocknen aus und hören auf zu fließen. Inseln versinken und neue Meere entstehen. Die mächtigen Eichen in ihrer Majestät müssen dem Vergehen, dem Wandel oder dem Tod unterliegen. Der Mensch geht seinen Weg, erreicht die Grenze des Unbekannten und scheint sein Dasein in einem einzigen Augenblick zu beenden. Gibt es nicht irgendeinen Teil des Menschen oder der Natur, der unsterblich ist, unveränderlich, bleibend und beständig? Gibt es ein Überleben jenseits der menschlichen Erinnerung, der jetzt in menschlicher Form bestehenden Persönlichkeiten? Befreit sich ein ungreifbares und unsichtbares Etwas mit dem Tod des Körpers oder der Änderung seiner Form, um zu größeren Höhen, als es die Denkmäler erinnerungswürdiger Persönlichkeiten sind, aufzusteigen, oder um die Grenzen von Raum und Zeit zu überwinden und dabei Unzerstörbarkeit und Unsterblichkeit zu erlangen? Falls der gegenwärtige physische Körper eine Wohnung der Seele ist, und der große Gottesbote doch weiter schritt, um andere Stätten für diese Seele vorzubereiten, existieren dann dort noch andere Wohnungen, die aufgesucht werden müssen? Und wie soll sich dies vollziehen? Es ist die Hoffnung der Welt gewesen und die inspirierende Kraft, die den Menschen befähigt hat, angesichts mächtiger Hindernisse fortzubestehen, dass er eines Tages von dem sterblichen Gewand, das ihn auf dieser Erde versklavt, befreit wird und zu einem Leben ewiger Seligkeit und Güte aufsteigt. Falls die Religionen, die den Menschen inspiriert haben, wahr sind und der Gipfel seiner Lebensfreude nur in der spirituellen Existenz seiner Seele in einem Reich jenseits der Erde gefunden werden kann, warum wurden die Seelen von Millionen hier eingekerkert, um zu leiden, Pein kennenzulernen, Sorge, Hader und Kampf? Welchem Zweck ist gedient? Welche Sendung erfüllt sich durch die Inkarnation der Seele hier auf Erden? Wenn jede Seele aus dem erhabenen spirituellen Bewusstsein eines segensreichen Königreichs stammt, und zum gleichen hohen Zustand zurückkehren muss, um sich ihrer göttlichen Erbschaft zu erfreuen, warum wird sie dann aus einem solch transzendenten Ort weggeschickt, um sich in der Gegenwart von Verderblichkeit, Sünde, Übel und Unrat aufzuhalten? Dies sind jene Fragen, welche heute Millionen von Menschen stellen und die vollständiger, befriedigender und konstruktiver beantwortet werden müssen, als sie in der Vergangenheit beantwortet wurden. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit der Verehrung Gottes zuwenden und innerlich von dem Glauben erfüllt sind, dass Gott Liebe, Barmherzigkeit, Güte und Gerechtigkeit ist, so gibt uns dies doch keine Antwort auf jene Fragen,
sondern vergrößert nur noch das Geheimnis unseres Daseins. Wenn wir annehmen, dass ein allmächtiger, allwissender, barmherziger und liebender Gott uns nach seinem Ebenbild erschaffen hat und in diese leiblichen Körper einen Teil seines Seelenbewusstseins gesenkt hat, um die Prüfungen und Trübsale unbekannter und unerwarteter Erlebnisse hier auf Erden zu erdulden und zu ertragen, so bleibt immer noch die Frage bestehen, warum sind wir hier? Und wie werden Barmherzigkeit, Liebe und Gerechtigkeit in einem solchen Plan offenbar?